Aber die Politiker und Ökonomen predigen doch Bescheidenheit und sagen, dass wir nur aus der Schuldenkrise herauskommen, wenn wir den Gürtel enger schnallen, überlegt Hans. Janis sieht das anders. Griechenland und die anderen Krisenländer Europas werden jetzt gezwungen, Sparpakete zu schnüren. Auch Renten und Löhne sollen noch weiter gesenkt werden. Das kann die Probleme aber nicht lösen. Wie sollen Griechenland und die anderen Staaten ihre Schulden zurückzahlen, wenn die Menschen kaum noch etwas verdienen oder arbeitslos sind? Mit rabiatem Kürzen kommen die Schuldenstaaten wirtschaftlich nicht auf die Beine. Im Gegenteil. Als Folge steigt zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Oft ist fast die Hälfte der Jugendlichen in Südeuropa arbeitslos. Aber Griechenland bekommt doch jetzt Geld von der EU und auch aus Deutschland, meint Hans. Das ist richtig, sagt Janis. Griechenland bekommt zwar Geld, aber das hilft nicht den Menschen in Griechenland, sondern den Banken und den Finanzanlegern. Mit dem Geld wird dafür gesorgt, dass der griechische Staat weiter Zinsen zahlen und fällige Schulden zurückzahlen kann. So wird das Geschäft mit der Spekulation weiter in Schwung gehalten. Was Länder wie Griechenland aber jetzt brauchen, ist ein Marshallplan für ihre Wirtschaft. Damit die Wirtschaft wieder wachsen kann, müsste Geld in reale Dinge wie Infrastruktur oder erneuerbare Energien investiert werden, nicht in Schuldentilgung. Für diese Investitionen müssten die Politiker diejenigen zur Kasse bitten, die bisher von der Krise profitiert haben. Zum Beispiel die Spekulanten mit einer Finanztransaktionssteuer oder die Reichen und Unternehmen durch die Erhöhung der Steuern für hohe Einkommen, Gewinne und Vermögen. Wer im Moment für die Eurokrise bezahlt, ist Hans jetzt ziemlich klar. Das sind wieder die kleinen Steuerzahler und die Beschäftigten. Hans fragt sich, wann werden Banken und Finanzunternehmen endlich zur Kasse gebeten und müssen für die Krise zahlen, die sie selbst verursacht haben?